Herzlich willkommen zur Folge 99,5. Ein kurzer Blick in die Welt um uns herum. Keine Angst, es kommt heute auch eine reguläre Folge. So, wir haben das Jahr 1063, also 200 Jahre haben wir jetzt knapp rum. Unser eigenes Reich hat natürlich schon eine ganz nette Größe erreicht. Auch wenn wir jetzt leider gerade an Italien und Franzien Gebiete abgeben mussten, die wir uns natürlich wiederholen werden. Ja, das könnt ihr quasi als Schwur auffassen. So, dann gucken wir einmal hier rüber nach Wales oder nach England. Ah, machen wir den englischen König. Wir haben hier auch mal ein paar Nordische, die übergeblieben sind. An der einen oder anderen Stelle. Auch teilweise noch Asatru. Wir haben hier oben den schottischen König. Schottland ist klein. Hier oben hat sich Island ein bisschen was gesichert. Hier auch. Irland ist sehr mächtig, finde ich. Haben zwar nur 3.300 Mann im Moment, aber denen gehört der größte Teil Irlands und auch viele Besitzungen hier in Northumbria und so weiter. Francien hier hat tatsächlich fast alle alten Karolingerreiche unter sich, also die Westfranken, auch das Mittelreich, sprich Lothringen und Burgund, sehr viele Teile noch. Und auch Ostfranken, Entschuldigung. Also Ostfranken und Bayern, die Marken hier und auch bis auf den Balkan. Italien ist auch noch ein ernstzunehmender Player hier. Spanien. In Spanien ist die Vorherrschaft der Moslems aktuell tatsächlich da, der muslimischen Reiche. Gerade hier das Sultanat von Al-Sarq, die dann hier auch noch im zersplitterten Nordafrika einige Besitzungen haben. Auch hier Palermo inklusive Besitzung hier auf dem Balkan. Ein sehr, sehr starkes muslimisches Reich. Auch wenn sie hier gerade gegen Dalmatien, wie mir scheint, einen Krieg verlieren, ist dann hier beginnen die orthodoxen, also die griechischen Herrschaftsgebiete. Byzanz ist immer noch ein starkes Reich hier. Georgien als eigenständiges apostolisches Königreich. Dann haben wir hier die Bulgaren als zweites großes orthodoxes Reich. Ja, die
Die Walachen noch alle eigenständig. Und hier. Okay, ein serbisch-orthodoxer. Interessant. Und dann haben wir hier das Bulanit-Zarenreich oder Gagarenreich oder wie auch immer. Als wirklich tatsächlich wirklich große, ernstzunehmende jüdische Macht. Ne? Ja, die Abbasiden und so, hier halt ne, entsprechend alles. Das ist ja aber für uns gar nicht so weit von Belang, also da werden wir eher weniger hinkommen. Dann haben wir hier die Schweden als großes nordisches Reich. Und die Dänen als zweites großes. Und Graf Gutfried war bis vor 2, 3 Jahren oh nee, sogar bis vor 3 Wochen noch König von Norwegen. Konnte dann aber das mit seiner eigenen Grafschaft nicht mehr halten. Dann haben wir hier oben König Amar, unser Schwager, König der Samen. Sein Nachfolger stammt aus unserer Dynastie. Das haben wir uns also auch schon mal gesichert, quasi, dieses Königreich dort oben. Ist auch ein ernstzunehmender Player mit 5000 Mann. Mann, die sind fast sind halb so stark wie wir. Und da gibt es hier noch so mit Karelien und mit Finnland nochmal so zwei, drei. Die Finnen sogar auch hier unten runter schon expandiert. Hier die Region Novgorod. Das ist halt auseinandergefallen, das ganze Reich, weil das Königreich von Novgorod, das ist es ja hier. Ein kleiner Teil gehört noch dem König und der Rest gehört halt Jarl Egil. Auch bei den Lothringen, das ist alles zersplittert oder gehört hier mit zu. Aber auch alles tatsächlich jüdische Herrscher. Na? Wenn man sich das mal anguckt, das ist hier alles soweit katholisch. Ach stimmt, in Spanien gibt es hier auch ein orthodoxes Königreich. Mit Leon. Ja, bisschen inselchristlich. Hier, das ist so der letzte Rest Asatru. Hier ist auch noch ein bisschen Asatru. Auch wenn der Lehnsherr hier, der Jarl Egil, anscheinend auch jüdischen Glaubens ist. Die haben sich hier halt sehr, sehr breit, sehr, sehr groß ausgebreitet. Hier dann ein großer Flecken apostolisch. Ist eine sehr interessante Glaubensaufteilung hier tatsächlich. So die heidnischen Glauben wie Bilismus oder Asatru oder so, schon so gut wie verschwunden.
Und da war halt wirklich ein sehr, sehr starkes Judentum. Ist auch mal ganz lustig. So. Dann gucken wir mal, was haben wir denn hier an Häusern, die herrschen. Ja, das sind wir hier, ne? Wir haben dann natürlich auch noch, sagen wir ja, im gesamten Haus. Wir haben einen König, fünf Herzöge, zwei Grafen. König durch Heirat, okay. Drei Herzöge durch Heirat und sechs Grafen durch Heirat. Also auch hier tut sich einiges. Es gibt insgesamt 334 Hausmitglieder. Also in den 200 Jahren, die das Haus jetzt besteht, hat sich da auch schon einiges getan. Nee, das war's eigentlich, was ich euch noch zeigen wollte. Wie das hier so aussieht. Und ja, dementsprechend sehen wir uns dann nachher in einer entsprechenden Gameplay-Folge der Nummer 100. Und schaut da gerne rein. Schaut da auch gerne in die Videobeschreibung. Vielleicht gibt es da eine Überraschung. Man weiß es nicht. Ansonsten schaut gerne auf Twitch vorbei, auf Instagram, Twitter auch nur zu empfehlen. Wenn ich mal Blödsinn oder Rants loswerden will, seid ihr da mal richtig. Ja. Ja, ansonsten bedanke ich mich für die doch ganz ordentlichen Aufrufzahlen für dieses Projekt über die bisherigen Folgen. Und sag einfach mal danke an alle Abonnenten, an alle, die sich das hier anschauen. Und wir sehen, lesen, hören uns. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.